Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Forex Screener Einführung, Neuerungen und Praxisbeispiele vom Online Screener. Und wenn Sie schon mal dabei gewesen sind, dann wissen Sie, dass wir diese Webinarreihe mit David Warnim machen. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich, dass Sie heute dabei sind. Und ich sehe auch, dass wir auch neue Teilnehmer dabei haben. Das freut mich natürlich auch. So, Risikohinweis ist natürlich sehr wichtig, auch für dieses Webinar. Denn diese Veranstaltung dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte nicht als Handelsempfehlung verstehen, unabhängig vom Inhalt heute Abend. Sie müssen am Ende Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Gut, dann lieber David, übergebe sehr gerne den Bildschirm. Und wünsche natürlich viel Spaß. Vielen Dank. Perfekt. Kurz den richtigen Bildschirm auswählen. So. Super, ja. Vielen Dank für deine Einleitung und von mir auch einen schönen guten Abend zusammen. Heute geht es wieder um unseren Screener, den Forex-Screener. Und vorweg, gar keine Sorge, heute wird hier absolut nichts verkauft. Das heißt, alle, die bereits Kunde sind bei FXWert oder das Vorhaben, da ein Trading-Konto zu eröffnen. Die bekommen das alles, was wir uns heute ansehen, den kompletten Screener, die Add-ons, die Erweiterung, alle Filter komplett kostenlos. Ohne Haken, ohne dass da eine Mindesteinzahlung da sein muss oder ähnliches. Sie müssen einfach nur ein aktiver Kunde sein, ein Trading-Konto haben und dann bekommen Sie das heute auch komplett kostenlos. Das vorweg, damit wir nicht Angst haben müssen, dass hier irgendwo irgendwelche Funktionen da sind, die wir später nicht nutzen können. Sondern alles zu 100%, was wir heute sehen, können Sie, wenn Sie möchten, kostenlos mittendrin, danach oder wann auch immer beantragen. Ja, mein Name ist David Barney und wir haben heute wieder die nächsten 60 Minuten zusammen, wo ich Ihnen ja den Forex-Screener näher bringen möchte. Wir wollen schon mal schauen, wie können wir mit dem Screener Ihr Trading ein bisschen optimieren. Ich schaue mal, ob ich Sie so ein bisschen wegbekomme von dem Klassiker, dem DAX, dem Euro-Dollar, so die Assets, die wir eigentlich fast immer oder schon ausschließlich handeln. Wenn wir einfach mal so in den MetaTrader reingehen, zum Beispiel von der FX-Wert und einfach mal schauen, was wir da so für Assets haben, dann sind wir wahrscheinlich erstaunt, wie groß eigentlich die Auswahl hier an der Seite ist. Und da ist es eigentlich schade, wenn wir nur immer so ein, zwei Assets handeln. Klar, gar keine Frage, wir sind keine Roboter, wir sind keine Maschinen. Wir können den ganzen Markt nicht überblicken und immer wieder nach Märkten Ausschau halten, die gerade für uns passend sind. Und dieses Problem haben wir vor einigen Jahren gelöst. Oder wir haben uns rangetastet, gemeinsam mit Trader. Das heißt, wir saßen nicht in unserem Labor und haben überlegt, was könnte der typische Trader da draußen brauchen, sondern wir haben das Ganze von Grund auf gemeinsam mit Tradern aufgezogen, auch mit dem einen oder anderen größeren bekannten Tradern, haben wirklich von Stunde Null geschaut, was wird da draußen gebraucht. Und das machen wir bis heute so, also die jetzt noch nicht neu dabei sind, sondern schon regelmäßig mit dabei sind, die wissen das auch immer, dass der Screener in Zusammenarbeit gerade bei den Webinaren mit den Tradern draußen entwickelt wird. Das heißt, wir sagen das nicht nur, sondern wir leben das wirklich, dass wenn ich sage, schicken Sie uns gerne Vorschläge für Screener, für Funktionen, für einzelne Filter und wir wollen das wirklich haben. Also es kommt bei uns nicht in die Rundablage, sondern wir möchten wirklich den Screener so nah wie möglich an dem Trader draußen entwickeln. Klar hat der ein oder andere eine Spezialfunktion, einen sehr, sehr speziellen Wunsch. Wir können natürlich nicht alles umsetzen, aber wir schauen immer, oder überlegen erstmal, ist der Vorschlag für die Masse geeignet? Also würde sich mehr als nur eine Person darüber freuen? Oder ist es was zu Spezielles, wo wir sagen, da würden wir jetzt 2 Wochen dran sitzen und in der Zeit könnten wir andere Filter umsetzen, die Masse vielleicht, ja, oder wo mehr Trader was von haben? So selektieren wir das Ganze. Aber wirklich, wir freuen uns über jeden Vorschlag, der reinkommt, einfach per Mail an uns schicken und sagen, das brauche ich noch in dem Screener. Aber ich denke mal, bevor wir überhaupt oder Sie da draußen in die Position kommen, um zu sagen, das fehlt noch, müssen wir uns wahrscheinlich erstmal den Screener an sich anschauen und mal schauen, was ist das eigentlich für ein Screener und wieso heißt der Forex Screener
wenn ich doch eigentlich auch Aktien handeln möchte. Ich würde mal sagen, wir schauen einfach mal, ohne groß was zu sagen, direkt in den Screener rein. Hier haben wir ihn, er läuft online, unten haben wir eine Auswahl. Was das alles ist, das erklären wir heute alles noch ganz genau. Dann schauen, was können wir hier einstellen, welche Daten werden da gezogen, ein paar Inspirationen für Strategien schauen wir uns noch an. Und das ist so unser Programm für die nächsten Minuten. Ganz wichtig, wenn Fragen da sind, ich habe die Fragenbox immer auf, also gerne einfach zwischendrin die Fragen hier reinschreiben. Ich schaue immer alle paar Minuten mal rauf. Wenn es geradezu passt, dann nehme ich die Frage mit rein. Ansonsten haben wir am Ende noch ein paar Minuten, wo wir, denke ich mal, jede einzelne offene Frage noch geklärt bekommen. Gut. Was ist eigentlich der Forex-Screener? Erstmal mit dem Namen. Das ist der Klassiker, womit wir immer anfangen. Auch wenn Sie da draußen keine Devisen, also nicht den Forex-Markt handeln, dann ist der Screener trotzdem was für Sie. Er heißt zwar Forex-Screener, aber wir können sagen, er screent auch Aktien, Coins, also Kryptowährungen. Er screent quasi alles, was Sie auch MetaTrader von FX-Wert haben. Egal ob deutsche Aktien, US-Aktien oder auch Devisen, er screent alles. Jedes einzelne Asset, was Sie im MetaTrader sehen von FX-Wert, haben Sie auch hier zur Auswahl. Und dieser Screener basiert auch auf echte Realtime-Kurse von FX-Wert. Das heißt, wir kennen das vielleicht von dem einen oder anderen Screener, da sind die Daten verzögert um 15 Minuten. Oder wir haben da irgendwelche Light-Versionen, also abgespeckte Varianten. Das haben wir hier nicht. Das heißt, wenn der Markt vor 2 Sekunden ein gewisses Signal geschickt hat, dann können wir das mit dem Forex-Screener auch schon, sag mal, identifizieren. Bevor ich weiter erkläre, schauen wir einfach mal ein praktisches Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel, um einfach mal ganz kurz zu verstehen, was eigentlich gemeint ist. Das ist erstmal das Screener mit den Filtern. Und ich sage einfach mal, lieber Forex-Screener, ich möchte mal alle Werte sehen, die in den letzten 24 Stunden eine Veränderung hatten von mindestens 10%. Also ich will Werte sehen, die 10% gestiegen sind. Und mich interessieren, ich bin nur auf Stundenkenntnis unterwegs, das ist erstmal nicht relevant für die Auswahl, aber für die Übersicht, kommen wir auch später darauf nochmal zurück. Und zack, sehe ich hier beispielsweise 3 Werte. 3 Coins, die innerhalb der letzten 24 Stunden um mindestens 10% gestiegen sind. Zum Beispiel ein Litecoin gegen den Euro. Schaue ich mal rauf. Ja, sieht realistisch aus. Wir haben hier einen starken Anstieg gehabt. 10% kein Hinkommen. Die sind natürlich bei 14%. Das ist das Grundprinzip vom Forex-Screener. Wir finden die Assets, die wir eigentlich suchen. Also wenn wir beispielsweise sagen, ich trade gegen den Trend. Also ich suche Märkte, die überhitzt sind, egal ob nach oben oder unten, und möchte da auf die Korrektur setzen, dann wäre das zum Beispiel ein Beispielfilter. Also ich könnte auch sagen, ich will sehen, wo die Welt untergeht. Zeige mir bitte die Assets an, wo wir mindestens 10% gefallen sind. So, haben wir beispielsweise jetzt in den letzten 24 Stunden keinen Wert gehabt. Gehen wir ein bisschen konservativer ran und sagen, na gut, 3% ist ja je nach Markt auch schon mal eine Menge. Schauen wir mal nach. Haben wir hier beispielsweise 4 Werte, ein ETF, ein Future, 2 Aktien, also 2 US-Aktien, wo diese Kriterien ja gegriffen haben. Und das ist, sagen wir mal einfach ausgedrückt, der Forex-Screener. Und das ist hier nur ein Filter von vielen, vielen Filtern. Wir können das alles kombinieren miteinander. Das heißt, wir finden für fast, ich möchte wirklich sagen, für fast jeden Trader ein paar Kombinationen. Also möchte ich beispielsweise wie jetzt Korrekturen handeln, brauche ich vielleicht nur diesen einen Filter. Oder nämlich ein anderes Beispiel. Ich sage, ich trade aber nur US-Aktien. Ich will keine Kryptowährungen, keinen Devisenmarkt handeln, sondern ich will nur US-Aktien handeln auf, ja, nehmen wir von mir aus Stundenbasis, weil ich einfach nur auf Stunden unterwegs bin, weil es zu meinem Trading-Ziel passt. Und ich sage jetzt lieber Forex-Screener, zeige mir beispielsweise die Märkte an, wo wir 5 grüne Kerzen in Folge hatten. Gucke ich mal nach unten, sehe ich hier 4 US-Aktien, wo wir jeweils mindestens 4 grüne Kerzen haben. Klicke ich einfach mal drauf, gucke mir einen Wert an und zack, sehen wir hinten, sind da circa 7
grüne Kerzen in Folge. So, sage ich, okay, das habe ich. Ich will jetzt noch die andere Seite checken. Schaue ich mal in der roten Kategorie, wo haben wir mindestens 5 rote Kerzen in Folge? Da haben wir gerade nichts. Also, wir sehen jetzt schon mal mit den letzten paar Filtern. Die letzten 24 Stunden gingen relativ eher nach oben als tendenziell nach unten. So, das heißt, was haben wir jetzt gerade gemacht? Wir haben Filter kombiniert. Also, wir haben gerade gesagt, lieber Forex-Screener, ich will nur US-Aktien. Ich bin nur auf Stundenkerzen unterwegs. Und dann haben wir noch einzelne Filter mit hinzugenommen. Und das ist das, die, ja, ich sag mal, die unendliche Kombinationsmöglichkeit, die wir haben, um relativ fein oder sehr genau den Markt zu scannen. Das heißt, wir haben ja immer noch ein Ziel. Wir wollen ja immer noch Märkte finden, die zu unserer Trading-Strategie oder zu uns und zu unserem Trading passen. Wir wollen vielleicht mal weg von dem Euro, Dollar und dem DAX. Weil je nachdem, wie wir unterwegs sind, wenn wir beispielsweise noch unserem Hauptberuf nachgehen oder selbstständig sind, aber halt einfach nicht den ganzen Tag Zeit haben oder nicht uns die Zeit nehmen wollen, um zu traden und beispielsweise dann wie jetzt um 18 Uhr an den Rechner gehen und vielleicht bis 20, 21 Uhr Zeit haben, dann ist die Chance relativ gering, dass genau dann in unseren ein, zwei Lieblingsmärkten, Euro, Dollar und British Pfund oder DAX vielleicht noch je nach Zeit, dass genau dann in den 2, 3 Stunden gerade ein Setup kommt. So, was können wir machen? Wir kommen dann zu der Problematik, dass wir da irgendwelche Trades im Chart sehen, die gar nicht da sind, weil wir einfach Langeweile haben und unbedingt traden wollen. Und wir denken, wir sitzen hier schon 2 Stunden, ich muss da irgendwas, ich finde da irgendeine Information und einen Grund zu traden. So dieses, ja, einfach aus Langeweile traden, führt in der Regel dazu, dass wir einfach Mist bauen und Geld verlieren. Und genau dieses Problem können wir zum Beispiel auch mit dem Forex-Screener einfach aus der Welt schaffen. Wenn ich jetzt um 18 Uhr in den Rechner gehe und nicht meine zwei Lieblingsmärkte gerade mir Setups bieten, dann schaue ich mal, was macht der gesamte andere Markt. Ganz einfach. Mit ein paar Filtern, die ich kombiniere, je nachdem, wie wir unterwegs sind, reichen ein, zwei Filter oder auch mehrere Filter. Aber jetzt nochmal ein Stückchen zurück zur Grundlage vom Forex Screener. Sie haben das wahrscheinlich schon gesehen an der Kategorie. Wir haben hier oben Basic-Filter, wir haben Event-Filter und Candle-Pattern-Filter. Da ist die Frage, wo ist eigentlich der Unterschied? Wir haben die Frage, wieso sind manche Screener ja, türkis, grau, manche rosa, wieso haben manche hier einen Papierkorb und manche einen Pfeil? Das sind ein paar Grundlagen, die wir gleich mal direkt klären sollten. Kategorien. Basic-Filter, ja, der Name muss ich eigentlich nicht mehr so viel zu erklären. Der verrät es ja schon, das sind so ich sage mal, die klassischen Filter, die wir vielleicht auch von anderen Screenern kennen. Ob ich beispielsweise jetzt sage, lieber Forex-Screener, zeig mir mal Märkte an, die drei grüne Kerzen in Folge haben. Oder ob ich das jetzt mache oder ob ich das in 2 Minuten mache oder in 10 Minuten mache, macht jetzt nicht den großen Unterschied. Das sind, sage ich mal, Filter, um den Markt, will ich sagen, grob zu screenern, aber wir screenen hier relativ träge. Also es macht jetzt keinen großen Unterschied, beispielsweise, ob ich sage, zeig mir mal die Aktien an, die ein Vortagesgap haben von 3%. So, also das Vortageshoch wird in 2 Stunden noch genauso groß sein wie vor 4 Stunden oder jetzt gerade. Also hier können wir relativ entspannter Weg sein und den Markt grob filtern. Ist der Markt auf? Wie groß war die Gap? Wo ist der RSI in etwa? Wie groß ist die Distanz? Zeit und dabei, Kategorien. Das sind so die ja, Basic-Filter, so nennen wir das Ganze. Ein Stückchen drunter haben wir die Event-Filter. Und da kann man schon mal ein bisschen mehr oder näher an den, ja, ich sag mal, den Puls der Märkte. Hier geht es wirklich darum, jetzt gerade was zu finden. Also hier haben wir ein paar Filter, wie beispielsweise Formationsfilter, wo wir zum Beispiel sagen, nehmen wir einfach mal den Supertrend zum Beispiel. Ich sage lieber Forex-Screener, ich will Märkte finden, wo der Supertrend vor einer Kerze gewechselt ist. Das heißt, vor einer Kerze, das bedeutet quasi die letzt abgeschlossene Kerze. Also sind wir auf Minuten unterwegs, auf Minuten Kerzen unterwegs, dann ist das vor einer Minute gewesen oder sind wir auf Stundenbasis unterwegs. Dann ist die letzte abgeschlossene Stundenkerze natürlich maximal 1 Stunde alt. Und hier geht es halt wirklich um das Jetzt
Und das jetzt können wir selbst definieren. Also wenn ich sage, ich will genau jetzt gerade soll das Kreuzen da gewesen sein, oder ich sage, ich trade den Supertrend, aber ich muss nicht sofort reinspringen. Ich will einfach mal wissen, wo das in den letzten 3, 4 Kerzen war. Schau mal runter. Und hier habe ich zwei zur Auswahl. Das ist die gleiche US-Aktie, aber wir haben einmal das Kreuzen auf Tagescandles und einmal auf Stundencandles. So. Das gleiche kann ich so sagen. Gut, ich bin noch ein bisschen entspannter unterwegs. Ich will das vor den letzten 8 Kerzen haben. Und dann haben wir hier den Supertrend auf allen Ebenen nochmal gefunden. Also Eventfilter, da geht es wirklich um das Jetzt. Nehmen wir die Hammerformation. Wo haben wir den letzten Hammer gehabt? Vor 3 Kerzen. Schaue ich runter. Hier haben wir auch 3 zur Auswahl. Also das Eventfilter, der Name lässt es eigentlich nicht direkt erahnen, aber da geht es wirklich darum, jetzt gerade was zu finden. Und das jetzt gerade können wir halt selbst definieren, je nachdem wir unterwegs sind, ob wir sagen, ich muss das muss jetzt gerade sein, genau jetzt, und dann will ich reinspringen. Oder ob wir eh noch auf eine Bestätigung warten, noch einen anderen Indikator haben. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Und das ist das Schöne am Forex-Screener, dass wir da, ja, dass wir da keine Vorgaben haben, sondern eigentlich jeder zum passenden, die passende Kombination für sich zusammenklicken kann. So, dritte Kategorie, das sind die Candle-Pattern-Filter. Noch relativ ja, mager die Kategorie. Da haben wir noch nicht groß aufgebaut oder aufgestockt. Hier geht es halt, der Name lässt es erahnen, um Candle-Patterns. Da können wir sagen, welches Pattern haben wir gerade gebildet oder besteht gerade am Markt. Klicken einfach rauf und dann haben wir das schon zur Auswahl. Das sind die 3 Kategorien. So, ich denke mal, bei den 3 Kategorien werden wir auch bleiben. Da bekommen wir eigentlich alles ganz gut untergebracht. Jetzt die Frage: Was machen die Farben aus? Wir haben hier die türkisen, ja, je nachdem, wie es auf dem Bildschirm aussieht. Das sind direkt die Filter. Das heißt, Asset-Kategorie ist ein Filter, Zeitintervall ist ein Filter, RSI ist ein Filter. Und bei den grauen Sachen mit dem ja, Pfeil an der Seite, das sind Kategorien. Das heißt, wenn ich hier raufklicke, habe ich noch keinen Filter aktiviert, sondern ich sehe einfach die Filter in dieser Kategorie. Und da sehen wir sie. Hier sehen wir ein paar mehr Filter in der Kategorie, kann ich auch wieder zumachen. Und dann habe ich hier die einzelnen Filter mit drin. So wähle ich zum Beispiel einen Filter aus. So. Dann natürlich, wenn ich selbst erklärend, haben wir die kleine Papiertonne an der Seite. Und da kann ich sagen, Filter entfernen. Ich wollte eigentlich den haben. Und ich wollte den haben. Jetzt will ich den doch nicht mehr, doch nicht mehr. Also relativ entspannt, ohne zu speichern, ohne neu laden zu müssen. Das macht alles automatisch im Hintergrund. Und auch ganz wichtig für alle Liebhaber vom Mac, Windows oder Linux, völlig egal. Wir müssen hier nichts installieren. Also kein Programm installieren. Wir müssen kein Plugin, also keine Erweiterung vom Browser installieren. Wir brauchen einfach nur den Internetbrowser, den wir alle zu Hause haben, sonst wären wir hier, glaube ich, gar nicht ins Webinar gekommen. Das finde ich selbst persönlich als Mac-Liebhaber eigentlich ganz angenehm, weil man da nichts installieren muss, keine nervige Installation, und man hat es einfach überall verfügbar, auf dem Notebook, auf Arbeit, zu Hause, wo auch immer, ganz entspannt. Gut, jetzt noch die letzte Frage. Wir sehen ja hier einige Filter, die sind rosa gefärbt. Also die Frage, was steckt dahinter? Wir sehen hier unten die kleine Legende. Das sind die Pro-Filter. Die Pro-Filter haben wir vor, ja, ich würde mal sagen, 1,5 Jahren mit Orkan Kuyas zusammen entwickelt. Wir haben ihn quasi gefragt und gesagt, hey, welche Filter nutzt du oder welche Indikatoren nutzt du selbst im Alltag? Und hier auch wieder mit dem Hintergrund, weil wir kein System aufbauen wollen, was in der Theorie oder im Labor funktioniert, sondern wir fragen einfach wirkliche Trader, die wirklich traden, und sagen, hey, was brauchst du eigentlich, um einfacher, entspannter, effektiver traden zu können? Oder was nutzt du jetzt schon selbst am Markt? Und das sind die Pro-Filter. Und auch die Pro-Filter bekommen Sie als FX-Kunde kostenlos. Dazu kommt noch, dass die Pro-Filter auch nur exklusiv für FX-Kunden sind. Das heißt, alle, die sagen, sie sind kein FX-Kunde und möchten es auch nicht werden, die können den Forex-Screener natürlich auch selbst noch mieten, aber das Ganze ist dann kostenpflichtig, wenn sie kein FX-Kunde sind, und sie würden dann auch nicht die Pro-Filter bekommen. Aber
wenn Sie Fixed-Kunde sind oder das werden möchten, dann bekommen Sie auch diese Pro-Filter mit kostenlos dazu. Und das sind alles Filter, die wir zusammen mit Orkan Kuyas zusammen entwickelt haben und hier in den Screener, Forex Screener mit aufgenommen haben. So, ich denke mal, das ist von der Legende, haben wir hier eigentlich alles ganz gut erklärt. Die Farben, die Kategorien von der Bedienung her, wie gesagt, wir müssen hier nicht speichern, wir können einfach irgendwo raufklicken, Sachen entfernen, Kategorien auf- und zumachen, das speichert dann sofort und aktiviert die Filter auch direkt. Dann hier oben natürlich, ich weiß, so ein bisschen mit der Zeit wächst das Ganze oder ist das Ganze auch gewachsen. Wir können ja auch einfach eingeben, zeigen mir beispielsweise nur die Filter von Orkan Kuyas, wie sehen wir sie hier, zeige mir den RSI an. Manchmal, wir kennen es ja, es steht eigentlich direkt da, aber wir finden Sachen nicht und dann haben wir hier oben die Suchfunktion, da geben wir die Sachen auch einfach ein, ohne groß Enter zu drücken oder zu speichern, je nachdem, was wir suchen. Und dann finden wir es auch. Das haben wir, glaube ich, auch, ich glaube, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres mit eingebaut, als die Filter so ein bisschen größer wurden und die Filterauswahl, kamen die Kategorien mit rein und die Suchfunktion mit rein. So. Und hier ist natürlich die Kreativität, da haben wir keine Grenzen gesetzt. Also wir können rein theoretisch alle Filter miteinander kombinieren und da sind die Kombinationsmöglichkeiten endlos groß. So, was ich so gesehen habe von unseren Tradern, die das Ganze nutzen, bunt durchmischt, würde ich sagen. Einige nutzen einfach nur zwei, drei Filter und haben dadurch schon eine extreme Hilfe im Alltag, weil sie einfach mal, ich sag mal, die Short-Märkte rausfiltern, die sie nicht brauchen, weil da beispielsweise keine Volatilität da ist, weil zu viel Volatilität da ist oder. Das ist alles kein Problem. Dann haben wir natürlich auch noch die, ja, ich sag mal, die sich ein bisschen mehr damit beschäftigen oder ganz genau wissen, was sie suchen. Und die haben dann auch 10, 12 Filter miteinander kombiniert, um ja, einfach die Märkte zu filtern. Je nachdem. Für jeden, egal wer was sucht, ist eigentlich alles mit inzwischen dabei. Und wie gesagt, wenn Filter fehlen, gerne vorschlagen. Die kommen dann auch noch mit rein. So, wir wissen also, die Filter sind nicht im Labor entstanden und wir wollen halt wirklich hier was erschaffen oder haben zum Teil auch was erschafft, was wir wirklich im Alltag auch nutzen und gebrauchen können als Trader. So, und was ist uns noch wichtig? Wir wollen ja nicht nur schöne Märkte finden. Also was bringt es mir, wenn ich jetzt sage, gut, lieber Forex-Screener, sag mir mal die Märkte, wo wir jetzt drei grüne Kerzen in Folge haben. Ja, das ist ganz schön, dann sehe ich das hier unten. Ich sage noch, ich will nur Devisen handeln, der Rest interessiert mich nicht. Habe ich eine schöne Auswahl hier unten, aber Geld verdient habe ich damit erstmal noch nicht. So, also wir sehen hier unten, ist das ist immer das Ergebnis. Wir haben hier ein paar Stammdaten, auf welchen Zeiten dabei, wo ist gerade der Kurs, die 24-Stunden-Veränderung. Und die Tabelle erweitert sich. Die Tabelle erweitert sich um alles, was wir oben gefiltert haben. Also jetzt haben wir zum Beispiel gesagt, Forex-Screener zeigt mir die Märkte an mit drei grünen Kerzen in Folge. Und dann haben wir plötzlich hier eine weitere Spalte. Also wir können hier horizontal auch noch scrollen und sehen dann das Ganze auch noch geordnet nach den Filtern, die wir ausgewählt haben. Also hier oben sehen wir das Asset oder den Wert, wo am meisten grüne Kerzen folgen da sind. Und das Ganze erweitert sich. Also würde ich jetzt noch drei, vier weitere Filter hinzufügen, dann hätte ich hier also noch drei, vier weitere Spalten, kann scrollen und wir sehen links, so die Stammdaten, die bleiben halt da, sodass wir nicht zu weit nach rechts scrollen und irgendwann nicht mehr wissen, welches Asset war das. Gar kein Problem. So, also wir wollen ja, das bringt uns erstmal nichts, wir haben noch kein Geld verdient, sondern wir wollen eigentlich auch traden. Wir wollen ja nicht nur uns ein paar schöne Bilder raussuchen, sondern wir wollen traden. Und da muss der Weg möglichst kurz sein zwischen, ich habe einen Markt gefunden, der zu mir passt und zum letztendlichen Trade, den ich absetze. So, ich glaube, viele oder fast alle haben zu Hause entweder einen großen Bildschirm oder wenn nicht sogar schon zwei Bildschirme nebeneinander. Ich glaube, das ist ja so eine kleine Spielerei, die wir als Trader immer gerne umsetzen, möglichst viele Monitore vor uns setzen, damit wir das kleine Trader-Solarium haben. Jetzt hier bei dem Webinar ist das ein bisschen schwierig zu zeigen, was ich meine, aber damit wir auch noch was erkennen, ich versuche das mal so ein bisschen nachzubauen. Wir haben hier rechts beispielsweise einen Monitor, da lassen wir den Forex-Screener drauf laufen und auf dem anderen Monitor haben wir den MetaTrader laufen. Ich lasse das so ein bisschen überlappt, damit wir auch noch was
erkennen. Aber nehmen wir einfach mal an, wir haben das jetzt auf zwei Monitoren, wir sitzen zu Hause, screenen ein bisschen und sagen, okay, ich suche jetzt Märkte, wo wir wirklich viele grüne Kerzen haben, weil ich beispielsweise einfach shorten möchte. Ich möchte gegen den Trend setzen und mal gucken, wo kann ich eine Korrektur handeln. Ob das jetzt profitabel ist oder nicht, darum geht es jetzt gar nicht. Es geht nur um das Beispiel. Klicke ich also jetzt mal auf den Euro australischen Dollar rauf, dann, jetzt sind zwei Sachen passiert, hat sich zum einen der Chart im MetaTrader, also da, wo wir letztendlich ja auch das Geld verdienen können, automatisch aktualisiert. Er hat also hier den Euro australischen Dollar auf 5 Minuten geöffnet, so wie das Filterergebnis gerade war. Und wir haben hier im Browser auch automatisch noch eine Detailseite bekommen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel nur einen Bildschirm haben oder gerade nicht direkt in den MetaTrader wollen, können wir hier auf dieser Detailseite auch erstmal checken, passt der Markt eigentlich? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte Bewegungen nach oben handeln, indem ich auf die Korrektur setze, wo halt viele grüne Kerzen sind, dann kann ich auch hier erstmal filtern. Also ich habe ja hier einen Screenshot von dem Chart. Wir müssen uns auch nicht an neue Chart Aussehen gewöhnen, sondern es sind eins zu eins die Charts, die wir auch aus dem MetaTrader kennen. Also hier von der Bezeichnung her, vom Stil her ist es eins zu eins das, was wir aus dem MetaTrader kennen, und können hier erstmal checken, passt das dann eigentlich zu meiner Strategie? Ich schaue mal ein bisschen weiter auf 15 Minuten. Also ich kann alle Zeitintervalle, die wir aus dem MetaTrader kennen, auch noch hier durchklicken. Also die Zeitintervalle, die wir hier oben links hoch. Kurz die Maus so. Ja, da ist er. Hier oben links kennen, Minute 1, 15, 30, 15, Stunde 1, 4 und so weiter. Genau die Zeitintervalle haben wir auch hier in dem Forex-Screen und könnten wir mal schauen, wie passt das Ganze. Also wir müssen nicht sofort in den MetaTrader wechseln und da schauen, sondern haben hier erstmal die Übersicht. Und wenn ich ein bisschen runterscrolle, da werden, glaube ich, besonders die Trader glücklich, die gerne Zahlen sehen und Werte sehen. Da haben wir hier in einer großen Tabelle, also fühlen Sie sich bloß nicht erschlagen, muss man sich einfach raussuchen, was man gerade möchte. Wir haben quasi alle Filter, die wir hier haben, zur Auswahl, hier nochmal dargestellt mit den aktuellen Werten. Also wenn wir quasi, wir haben ja beispielsweise den Filter, zeig mir Märkte an, wo wir eine 24-Stunden-Veränderung von X haben. Und dann sehe ich hier beispielsweise, die 24-Stunden-Veränderung lag bei minus 0,4. 7,9%. Wie ist der Supertrend ausgerichtet? Nach unten. Wie ist der MACD ausgerichtet? Nach oben. Wann war der letzte MACD-Kurs vor 8 Kerzen und so weiter? Also je nachdem, auf was wir achten, haben wir sofort die Werte hier ganz genau zur Kontrolle. Ob wir raufschauen oder nicht, ob es uns was bringt im Trading oder nicht, ist abhängig von jedem Trader und von seiner Strategie. Aber wichtig ist, wir haben hier die Kontrollmöglichkeiten. Das haben wir bei allen Assets. Also auch hier die Charts, die sind nicht von vorgestern oder von vor einer Stunde, sondern die sind in dem Moment, wo wir raufgeklickt haben, haben wir quasi den Screenshot erstellt und wir haben hier die Daten. Und jetzt das eigentliche Tolle an der ganzen Sache, wir haben es ja gesehen, er hat auch automatisch den Chart hier noch geöffnet. Also wir achten jetzt mal auf den MetaTrader. Ich gehe zurück in meinen Forex-Screener, sage, hey, zeig mir jetzt nochmal die Märkte an mit mindestens 5 grünen Kerzen. Ich klicke hier auf den Euro-kanadischen Dollar und automatisch hat er hier drüben den Wert geöffnet auf Tagescandles, so wie es im Filter ja dargestellt wurde. Und er markiert uns das auch noch. Also je nachdem, klar, bei dem Filter wissen wir müssen rechts gucken, da finden wir dann die grünen oder roten Kerzen in Folge. Aber wenn wir beispielsweise ein Kreuzen von einem Indikator haben, eine Formation und so weiter, dann müssen wir nicht erstmal mühselig im Chart schauen, wo ist das jetzt eigentlich gewesen? Stimmt das überhaupt? Sondern wir bekommen das Ganze eingezeichnet. Also wir sehen hier sofort auf einen Blick, ah, okay, hier sind die grünen Kerzen in Folge, alles klar, habe ich verstanden, ich trade es oder nicht. Und das ist eigentlich mit allen Filtern, wo wir was einzeichnen können. Nämlich noch ein RSI dazu. Sage ich, will mindestens ein RSI von 70, mal gucken, ja, perfekt passt. Klicke ich hier auf den Wert, ich nehme Euro, türkische Lira, gehe rüber in meinen Chart und zack, er hat hier auch den RSI mit eingezeichnet. Und hier oben sehen wir die Markierung von den grünen Kerzen in Folge. Das heißt, auch hier haben wir nicht mehr die Arbeit, die wir sonst vielleicht machen, dass wir sagen, Indikatoren, ich ziehe den RSI rüber.
dann zähle ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, das passt, die Candles sind grün. Dann wir sparen das komplett. So, und am Anfang haben wir natürlich ein paar, ja, brauchen wir ein paar Minuten oder Stunden, um uns hier durchzuklicken. Aber irgendwann sind wir ganz schnell unterwegs. Wir sehen die Märkte, wir klicken rauf, schauen hier erstmal durch. Passt, ja, okay, na gut. Sieht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe, oder nein, passt gar nicht, weil irgendwas davor nicht zu unserer Strategie passt. Oder ja, es passt perfekt. Ich gehe rüber in den MetaTrader, da habe ich alles, klicke meine Orders rein oder trade direkt. Also kürzer geht es eigentlich gar nicht mehr der Weg zwischen Screening und Trading, den zu gestalten. Wir sitzen aktuell noch also die Erweiterung, dass der Chart sich automatisch im MetaTrader öffnet. Die ist auch mit kostenlos, also kostet auch nichts zusätzlich, sondern Sie bekommen sie aber kostenlos mit dazu. Und das Ganze geht auch für den MetaTrader 4 und 5. Nur mit ein paar Abstrichen. Der MetaTrader 5, der ist natürlich neuer, der ist moderner, hat mehr Funktionen. Das heißt, diese Funktion, dass wir hier die Indikatoren oder die Signale, sage ich mal, vorsichtig eingezeichnet bekommen, die gibt es leider nur im MetaTrader 5. Nicht, weil wir sagen, wir mögen den MetaTrader 4 nicht, sondern er hat primär einfach den Grund, dass der MetaTrader 5 von der Technik her moderner ist und wir da die Möglichkeit haben, das Ganze auch einzuzeichnen. Was haben wir im MetaTrader 4? Da sieht es so aus, dass wir einfach nur den Chart geöffnet bekommen. Ich klicke auf einen Wert, der gefällt mir und er öffnet den Chart dann automatisch im MetaTrader 4, zeichnet aber nicht die Indikatoren und die Punkte im Chart an. Können wir leider nichts dran ändern, ist leider so. Aber je nachdem, wenn Sie sagen, das brauchen Sie unbedingt, dann haben Sie den MetaTrader 5 genauso kostenlos bei FXWeb, oder Sie sagen, Sie bleiben beim MetaTrader 4, weil Sie die Funktion gar nicht brauchen, ist Ihnen völlig frei überlassen. Sie können ja auch hin und her wechseln, je nachdem. Vielleicht haben Sie auch bei beiden Plattformen ein Konto. Spielt das keine Rolle, ist auf jeden Fall alles mit komplett kostenlos für Sie. So, gehen wir zurück. Genau, das Add-on. Das können wir uns einfach herunterladen. Die Installation ist auch relativ einfach. Gibt es auch eine Anleitung dazu, wie das Ganze läuft. Das können Sie sich so vorstellen wie die Installation vom MetaTrader an sich. Sie bekommen eine Installationsdatei, klicken auf Weiter, 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 ja, gelesen, Weiter, Weiter. Und dann ist es das auch schon gewesen. Wir haben auch eine kleine Videoanleitung, gar nicht lang, circa 4,5 Minuten, wo wir erklären, wie das Ganze läuft, wie es installiert, eingerichtet werden muss. Sehr, sehr einfach. Und hier im Add-on müssen wir auch gar nicht so viel einstellen. Eigentlich müssen wir nur eine Sache eintragen. Sie kennen das hier, wenn Sie schon Export Advisors mal genutzt haben oder andere Add-ons, dann gibt es in der Regel hier so viele, ja, viele Eingabevariablen oder Variablen, die wir eintragen müssen. Hier gibt es aber nur einen Wert. Wir müssen einfach nur unsere E-Mail-Adresse eintragen, die wir beim Fullscreener eingetragen haben. Also quasi unsere Account-E-Mail, klicken auf OK und das war's auch schon. Automatisch sind wir miteinander verbunden. Und da spielt es jetzt keine Rolle, ob wir auf dem Computer zu Hause, auf Arbeit, wo auch immer, wir den Fullscreener nutzen. Da, wo der EA, also das Add-on aktiv ist, wird auch automatisch der Chart mit geöffnet. So, dann haben wir das. Machen wir ein paar Fenster zu. So, was haben wir? Bilderübersicht ist, denke ich mal, klar. Kombinationsmöglichkeiten, da empfehle ich auch, wenn Sie daran interessiert sind, einfach mal einen Blick in unseren Trading-Blog auf forexscreener.de. Da gibt es ein paar Beispiele, wo wir einfach mal genauer zeigen, ja, so Inspirationsmöglichkeiten, sage ich mal. Wir kennen es ja alle, wir haben viele Tools, viele Indikatoren, aber wissen immer nicht sofort, na, wie kann ich das miteinander kombinieren oder was? Wir brauchen Anregungen und dafür haben wir zum Beispiel unseren Blog. Wir haben auch einen kleinen YouTube-Kanal, da sind noch nicht allzu viele Videos, aber ein paar Inspirationsvideos sind da, um einfach mal zu zeigen, was ist überhaupt möglich. Ja, also wie finde ich beispielsweise Märkte, die gerade korrigieren in einem starken Trend und und. Also Inspirationsmöglichkeiten sind da, werden in der nächsten Zeit auch noch groß kommen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir an das Ganze ran? Also, entweder haben Sie es schon mal richtig gemacht und Sie haben den Zugang. Ansonsten ist der Zugang einfach relativ einfach zu beantragen. Wir gehen, ich schaue mal kurz, wir gehen auf die Seite vom Forex-Screener, forex-screener.de. Also es gibt eigentlich zwei Varianten. Die zweite Variante ist auch die, dass Sie einfach auf die Webseite von der FXWeb gehen
und da den Full-Screener beantragen oder aber Sie gehen auf full-screener.de, klicken hier auf Zugang erstellen und dann müssen wir nur kurz warten, bis die Seite bei mir geladen hat. Genau. Und dann scrollen wir runter und sagen, ja, ich will es kostenfrei, ich bin Kunde bei FXWirt oder CapTrader oder nein, ich bin beim anderen Broker und möchte selbst bezahlen, geht natürlich auch. So, wir bleiben aber bei der besseren Variante, bei der kostenfreien Variante. Und hier müssen wir eigentlich nur, naja, hier werden gar nicht groß Daten gesammelt, hier geht es eigentlich nur darum, dass wir oder dass das Team von FXWirt prüfen kann, sind Sie schon Kunde bei uns? Ja, nein. Ne? Name, E-Mail-Adresse, die Kontonummer bei FXWirt, die Telefonnummer für Rückfragen, vielleicht haben Sie sich vertippt bei der Kontonummer und dann noch das optionale Feld, wie haben Sie den Forex-Screener gefunden? Ist für uns ganz interessant, um einfach mal zu schauen, woher kommen die ganzen Trader? Dann schicken wir das Ganze ab und dann war es es im Grunde auch schon. Wenn die Daten soweit korrekt sind, dann bekommen Sie in der nächsten E-Mail die Zugangsdaten zum Forex-Screener. Wenn es Rückfragen gibt, dann werden Sie wahrscheinlich vom Team von FXWirt hören und das war es dann schon. Also Sie haben da keine großen, ja, keine Kreditkarte, kein PayPal, keine Überweisung, die getätigt werden muss, denn das Ganze ist wirklich komplett kostenlos. Und wenn Sie kein Kunde mehr sind bei FXWirt oder Ihr Konto da schließen, dann müssen Sie das ja auch nicht separat kündigen. Das wird einfach automatisch geschlossen und auch da wird dann nichts kostenpflichtig. Also einfacher geht es aber fast gar nicht mehr. So, dann würde ich mal sagen, schaue ich mal in die Fragebox rein. Also wer bisher jetzt noch ein paar Fragen im Kopf hat, gerne raushauen. Können uns gerne die Zeit noch dafür nehmen, um die letzten Fragen auch zu klären. Also sowas haben wir hier. Kann man den Forex-Screener auch auf anderen Brokern anwenden oder muss man die Assets händisch eingeben? Egal welche Variante Sie nutzen, ob Sie die kostenlose Variante haben oder die kostenpflichtige für die beim anderen Broker sind, die Datenbasis und die Assets, die wir hier haben, die bleibt immer gleich. Das heißt, die Live-Daten werden immer von FXWirt bezogen und die Assets, die wir zur Auswahl haben, sind auch immer von FXWirt. Das hat nämlich den großen Vorteil, wenn Sie auch selbst traden bei FXWirt, dann haben Sie nicht das Problem, dass Sie im Forex-Screener Assets sehen, die Sie nicht handeln können. Das fand ich immer sehr ärgerlich bei anderen Filtern, dass ich schöne Assets finde, die gerade super aussehen. Ich möchte die traden, aber dann merke ich, okay, mein Broker XYZ bietet die gerade gar nicht an. Oder andersrum. Mein Broker bietet Assets an, die der Filter nicht hat. Und das Problem haben wir hier zu 100% überhaupt nicht. Alles, was wir hier sehen, können wir auch wirklich handeln bei FXWirt. Und wenn neue Assets hinzukommen, und das passiert ja auch nicht selten bei FXWirt, dann dauert es auch vielleicht ein, zwei Tage und dann sind die Filter, die neuen Assets auch hier schon mit drin. Das heißt, wenn Sie beim anderen Broker sind und da Werte nicht handeln können, oder da Werte haben, die Sie bei FXWirt nicht handeln können, dann kommen Sie hier nicht rein. Also man kann es nicht manuell ändern, nicht manuell pflegen, sondern Datenbasis und Assetbasis ist immer aus dem MetaTrader von FXWirt nochmal live, ohne Verzögerung. Welche Werte werden mit einbezogen? Pre-Market für Stocks auch oder nicht? Es werden zu 100% alle Daten mit einbezogen, die wir auch im MetaTrader sehen. Das heißt, wenn wir ein einfaches Beispiel, Coins haben, die theoretisch rund um die Uhr laufen, aber wir haben ja nur als Beispiel eine Preisung nur von 18 bis 20 Uhr, dann würden wir die von 18 bis 20 Uhr sehen. Wenn Preise gestellt rund um die Uhr, Pre-Market, Aftermarket, dann werden die auch mit einbezogen. Also wir können uns darauf verlassen, das, was wir im MetaTrader sehen, ist zu 100% die Datenbasis auch für den Forex-Screener. Die nächste Frage, was kostet die kostenpflichtige Variante? Da muss ich auch mal nachschauen, was wir eigentlich hier haben. Wir gehen hier auf den beim anderen Broker, klicken auf Mieten und Screener. Und dann haben wir die Variante, die kostet monatlich 920 Euro, ist monatlich kündbar. So, die nächste Frage. Ich habe gerade das Add-on installiert. Und weil angegeben einen Experten eingestellt. Ja, genau. Also technisch dürfen wir uns nicht irritieren lassen oder müssen wir da keine Angst haben. Technisch ist das Add-on ein Expert Advisor, also in der Sprache vom MetaTrader ein Handelssystem. Aber das Handelssystem ist nicht wirklich ein Handelssystem, aber nur technisch. Also eigentlich ist es ein Indikator, aber weil wir
auf Funktionen zugreifen müssen, die der MetaTrader nicht für Indikatoren anbietet, ist es technisch ein Expert Advisor. Aber ganz wichtig, keine Sorge, dieser Expert Advisor handelt nicht automatisch auf dem Konto, in gar keinem Fall. Also diese Funktionen sind nicht mit eingebaut. Es ist technisch einfach nur ein EA, weil wir da technisch mehr Möglichkeiten haben, mehr anzuzeigen, mehr zu bearbeiten oder besser gesagt, ihnen mehr Arbeit abzunehmen. So, jetzt kommt die Klassikerfrage. Funktioniert das auch mit dem Stereo Trader? Ich sag mal, jein. Also pro Chart im MetaTrader können wir immer nur einen Expert Advisor, also ein Add-on anwenden. Jetzt habe ich hier das Add-on Full Screener. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel noch den MACD-Sample oder Expert Advisor XY hinzufüge, dann fragt der MetaTrader ja, soll ich den alten entfernen, den neuen anwenden? Also wir können pro Chart nur ein EA aktivieren. Und wir können natürlich zwei Charts erfahren. Ich kann jetzt hier meinen Chart erfahren mit dem Full Screener Add-on und ich kann einen anderen Chart erfahren, wo ich den Stereo-Trader zum Beispiel reinpacke. Es geht aber nicht, dass beides in einen Chart läuft. Geht technisch einfach nicht, bietet der MetaTrader an sich nicht an. Wir haben da gar keine Sperre eingebaut und das Stereo-Trader natürlich auch nicht. Aber das Streamer kommt nicht auf den MetaTrader. Achso, okay, das ist schon mal ein Problem, was Sie gerade entdeckt haben. Da bitte einfach einen Screenshot von machen, eine kurze Erklärung und an das Team vom Forex-Screener schicken. Mail at forex-screener.de. Dann können wir uns das anschauen und dann kriegen wir das Problem auch schnell im Griff. So. Perfekt, dann haben wir soweit erstmal alles durch von den Fragen. Dann gehen wir mal zum kurzen Ausblick, was wir noch so geplant haben. Das Add-on, was wir jetzt hier sehen, also das Add-on vom MetaTrader, ist noch lange nicht zu Ende gedacht oder zu Ende gebaut. Und das nächste große Update, was kommt, wird genau in dem Bereich aktiv sein. Das heißt, wir werden jetzt nicht erstmal mit 50 weiteren Filtern in die Ecke kommen, sondern wir schauen, dass wir die Verbindung zwischen, wow, super, ich habe hier einen Chart gefunden, den ich jetzt trade, zum eigentlichen Trade, dass er noch kürzer wird. Dass wir also noch mehr Möglichkeiten haben, die Filter mit ins Trading einzubauen. Also ich will gar nicht zu viel vorweg schon verraten, aber wer jetzt beispielsweise die Problematik mit dem Stereo-Trader hat oder sagt, na, ich möchte aber die Trading-Funktionen oder ich will Trading-Logiken nutzen in Kombination mit dem Forex-Screener. Ich möchte ein bisschen schneller traden mit dem Forex-Screener. Dem kann ich nur empfehlen, bei den nächsten Webinaren mit dabei zu sein oder immer mal zu schauen auf der Seite vom Forex-Screener, was es da Neues gibt. Da wird seit inzwischen einigen Monaten an einem großen Update gearbeitet und da werden wir, glaube ich, den einen oder anderen Trader nochmal glücklicher machen. Was auch ja, das schnelle Traden, das Traden mit Logiken so angeht. Kurz vorweg. So, was sind die anderen Dinge im MetaTrader 5? Screener, VP, Power Candle. Das klingt so, als ob Sie fragen, was da noch mit bei ist. Der Screener nutzt ja zum Beispiel auch Indikatoren, die nicht standardmäßig mit installiert sind. Also beispielsweise ist der Power Candle ja eigentlich ein sehr beliebter Indikator, der aber nicht standardmäßig installiert ist. So, also was machen wir dann? Dann installieren wir mit dem Add-on den Power Candle Indikator noch mit in den MetaTrader rein. Also da brauchen Sie keine große Angst haben vor der Datei. Es dient einfach nur dazu, dass wir alles, was wir hier im Forex-Screener haben, auch visualisieren können. Den MetaTrader. Dafür brauchen wir ab und zu auch mal einen Hilfsindikator oder ein kleines Hilfs-Add-on, sage ich mal. So, hier kommt auch direkt ein Vorschlag. Ja, perfekt, vielen Dank. Das schreibe ich mir gerne auf und kopiere das mit in unsere Ideen. Die ist inzwischen sehr, sehr groß geworden und wird auch mal regelmäßig überarbeitet. Und wir schauen mal regelmäßig, was sind so die nächsten Filter, die wir einbauen. Und wie gesagt, jetzt steht erstmal auf der To-Do-Liste, dass wir das Add-on nochmal sehr, sehr groß, stark ausbauen. Und so wie es jetzt aussieht, wird es dann danach, wenn das Add-on funktioniert und soweit gepflegt ist und fehlerfrei ist, wird es dann wieder daran gehen, dass wir die Filter nochmal erweitern und so die letzten Ideen, die kamen oder die sich schon mehrere gewünscht haben, nochmal
mit umsetzen. Sehr schön. Dann haben wir alle Fragen geklärt. Ich habe, glaube ich, soweit auch alles erklärt. Ich schaue nochmal auf meine Liste, ob ich irgendeinen Punkt vergessen habe, aber ich glaube, soweit habe ich alles gezeigt, was ich zeigen wollte. Perfekt. Dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Leider schon. Ich hoffe, der Nelson ist noch wach. Natürlich. Na, Ich habe nur auf die Prostet. Frage gewartet. Also, aber wenn Sie noch Fragen haben, dann gerne noch in den Chat reinschreiben. So viel Zeit ist natürlich noch. Genau, so viel Zeit haben wir noch. Nutze ich noch die paar Minuten, um Ihnen noch das eine oder andere Neue zu zeigen. Für alle, die, ja, eine nur Frage für alle, die am Trading interessiert sind, das sind wir alle. Weise ich gerne mal auf meinen neuen kostenlosen Trading-Podcast hin. Der ist inzwischen seit ja, 2 Monaten online, natürlich auch komplett kostenlos. Podcast ist verfügbar ja in allen Plattformen, die wir kennen. Ja, bei Apple, also bei iTunes quasi, Spotify, Google Podcast oder aber wenn wir nichts von dem ganzen von den ganzen Plattformen haben, auch einfach nur im Browser, können wir uns die einzelnen Folgen abspielen. Worum geht es hier in dem Podcast? Ich würde mal sagen, gar nicht so um die Standardthemen, das, was wir überall schon 10-mal gelesen oder gehört haben, sondern es geht hier so primär um, ja, um Trading-Strategien, um so die Erfahrungen, die ich in Vermögensverwaltungen gesammelt habe, die ich in der Kundenarbeit zusammengesammelt habe. Ja, eigentlich sehr interessante Insights, die also, die wir so in Webinaren oder in Vorträgen gar nicht erwähnen, weil das keine Themen sind, die direkt gebucht werden. Ja, ich lade Sie gerne dazu ein. Börsenbeat heißt der Podcast. Also egal, in welcher Plattform Sie unterwegs sind, finden Sie den Link dazu. Poste ich auch gerne an alle hier im Chat. Genau, jetzt müssen uns alle sehen. Wenn er interessiert ist, kann einfach mal reinschauen. Und wo ich das in den Chat schreibe, sehe ich ja auch schon wieder 2 neue Fragen. Läuft das Screener mit dem Plus-Add-on, also dem Mini-Terminal zum Beispiel? Das ist das gleiche Problem wie bei dem Zero-Trader. Ich nutze selbst nicht das Plus-Add-on, aber ich nehme an, da sind auch alle Erweiterungen ein Indikator, oder Nelson? Ein EA technisch? Genau. Also das, Genau. insbesondere das Mini-Terminal, was hier angesprochen ist, ist ein Expert-Advisor. Genau, also da haben wir das gleiche Problem. Wir können ja pro Chart nur einen Expert Advisor nutzen. Also wir können jetzt hier nicht das Mini-Terminal und das Forex-Screener-Add-on in einem Chart zusammen nutzen, sondern wir müssen dann 2 nebeneinander beispielsweise aufmachen. Wir können ja hier das hier drüben machen. Hier ist der Forex-Screener, das Forex-Screener-Add-on und hier machen wir dann das Mini-Terminal auf. Das würde gehen, aber zusammen in einem Chart geht es technisch einfach nicht. Also wir können ja auch nicht das Mini-Terminal zum Beispiel mit dem Zero-Trader kombinieren. Das geht leider auch nicht. Wäre schön, aber technisch ist es einfach die Sperre vom Metatrader da. Super, dann haben wir wieder alle Fragen geklärt. Sehr wahrscheinlich wird die eine oder andere Frage noch später kommen, morgen kommen oder spätestens bei der Nutzung kommen. Da gerne, Sie können es sich aussuchen, an wen Sie sich wenden, egal ob technische oder fachliche Fragen. Schreiben Sie einfach uns vom Forex-Screener an. Wir haben auf der Webseite ein Kontaktformular oder einfach an mail@forexscreener.de oder aber Sie können genauso gut einfach FXWeb kontaktieren. Gerade natürlich, wenn es um Fragen geht, wie Sie an den Zugang kommen, was dafür gültig sein muss, was Sie für ein Konto brauchen, was auch immer. Im Endeffekt ist es eigentlich egal, an wen Sie schreiben. Schreiben Sie an die Stelle, die Sie am meisten mögen. So oder so können wir Ihnen da helfen, egal welche Seite Sie direkt kontaktieren. Genau. So. Ja, perfekt. Dann sind wir eigentlich am Ende angekommen, oder? Was sagst du, Nelson? Ja, würde ich sagen, du hast es ja schon angesprochen, falls noch Fragen sind, dann gerne kontaktieren. Und deswegen können wir ja hier auch an der Stelle beenden. Hat mich sehr gefreut, dass Sie heute live dabei waren und natürlich auch interaktiv mitgemacht haben. Und vielen Dank, David, natürlich für das Webinar. Und ja, das ist ein Thema, Fred, aber das wird noch ein bisschen dauern. Ja, also das muss ich erstmal so stehen lassen. Okay, dann wünsche ich noch einen schönen Abend und würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind oder natürlich auch Interesse an das Tool haben, beziehungsweise an den Forex Screener.
Melden Sie sich einfach bei uns, wenn Sie Kunden sind, aber natürlich auch, wenn Sie kein Kunde sind, dann auch sehr gerne. Lieber David, dir auch einen schönen Abend. Vielen Dank für das Webinar und du hast gerne das Schlusswort. Ja, vielen Dank, Nelson. Und von mir auch ein recht herzliches Dank in die Runde. Freut mich sehr, dass wieder so viele dabei waren bei ja, unserem Lieblingsthema Trading und wie können wir das Ganze mit, ich sag mal, mit Hilfen, mit Robotern so ein bisschen unterstützen. Ich bedanke mich für Ihre Zeit. Für mich war es das letzte Fullscreener-Webinar, was Sie gemeinsam mit mir ja, gesehen und gehört haben. Die nächsten Webinare wird mein Kollege, der Herr Manuel Lücke, übernehmen. Und natürlich bin ich nicht aus der Welt. Ich werde zukünftig die Webinare nach wie vor für AlgoCamp machen, aber beim Forex-Screener, da vertritt mein Kollege, der Manuel Lücke, für Sie mich. Und ja, ich würde mal sagen, wünsche viel Spaß mit dem Forex-Screener, wünsche einen schönen Abend und passen Sie gut auf Ihre Position auf. Bis demnächst. Ciao. Ciao.